Es war keine Überraschung. Manuela Schwesig wurde auf dem SPD-Landesparteitag in der Rostocker Stadthalle am 20. August als SPD-Landesvorsitzende wiedergewählt. Dennoch war das Ergebnis mit Spannung erwartet worden, denn Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin war aufgrund des langen Festhaltens an der Nord Stream 2 Pipeline unter Druck geraten. Am Ende aber bekam sie 88,5% der delegierten Stimmen, wenngleich das 6% weniger als beim letzten Landesparteitag waren, ein gutes Ergebnis. Schwesig bedankte sich für das Vertrauen in schwierigen Zeiten. Wichtigstes Ziel sei jetzt, das Land gut durch die Energiekrise zu bringen. Viele Bürger machen sich Sorgen, wird es kalt im Winter, kann ich überhaupt diese Preise bezahlen? Und deswegen müssen wir helfen. Wir wollen mehr Energie einspeisen, um die Energiesicherheit zu gewährleisten, mit LNG über Lubmin. Wir wollen Energie einsparen, aber wir wollen vor allem auch die Energiekosten flankieren, zum Beispiel mit dem Energiegeld. Das reicht nicht nur für Beschäftigte, sondern muss es auch geben für Rentnerinnen und Rentner. Außerdem kündigte Schwesig kurz vor dem wichtigen Landesenergiegipfel am Montag einen Härtefallfonds für besonders belastete Bürger an. Unterstützung bekam sie vom SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der extra aus Berlin angereist war. Er forderte die Einführung einer Übergewinnsteuer. Diejenigen Firmen, die vom Krieg und dessen Folgen profitierten, müssten etwas für alle abgeben, sagte er. Es ist keine übermäßig große politische Leistung, in einem Krieg zwischen einem Aggressor und einem völkerrechtswidrig überfallenen Staat zu entscheiden, auf welcher Seite man steht. Neben der Wahl der SPD-Landeschefin stand auch die Wahl der Stellvertreter an. Und da gab es eine überraschende Neuerung. Nicht nur die drei bisherigen Amtsinhaber, Christian Pegel, Stefan Sternberg und Nadine Julitz, wurden in ihrem Amt bestätigt. Auch der Greifswalder Erik von Malotki und die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Rehm Alabali Radohan, wurden als Stellvertreter gewählt. Ich möchte ein Zeichen an die junge Generation senden. Sowohl Rehm Alabali Radohan als auch Erik von Malotki gehören einer sehr jungen Generation an. Und die Jugend im Land soll sehen, wir haben diese jungen Menschen, die für sie Politik machen. Und vor allem, junge Menschen können bei uns Politik machen. Der Schlüssel für eine bessere Gesellschaft und für unsere Zukunft. Ich habe mich deshalb. Der 36-jährige Erik von Malotki ist seit Oktober 2001 Mitglied im Deutschen Bundestag und hat sich viel vorgenommen. Es geht darum, dass die SPD in Mecklenburg-Vorpommern einfach in ihrer Stärke auch ganz wichtig ist, in die Bundespolitik reinzuwirken und dafür zu sorgen, dass wir unsere Versprechen, was Respekt vor der Arbeit der Menschen bei uns im Land, aber auch höhere Löhne, Schutz vor steigenden Energiepreisen, dass wir das mit einer ganz starken Stimme von der SPD in Mecklenburg-Vorpommern nach Berlin bringen können. Das wird natürlich eine zentrale Aufgabe sein. Auf dem Landesparteitag ging es außerdem darum, eine Kandidatin oder einen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Rostock im November zu finden. Der SPD-Kreisverband hat die Leiterin des staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Rostock, Carmen Alina Bottezatu, nominiert.